TV Straßensound. Der Vater der Jacksons hat uns mal verklagt. Echt? Ja, weil die Rechte an den Beatles hatten. Und Busy und ich sind wie Brüder. Oder auch Bushido viel zu verdanken. Ich mache dieses Album noch. Gangster-Image, das mir auferlegt wurde, obwohl ich es ja eigentlich nie... Das war's. Soll ich nicht irgendjemandem wissen, sonst ist das Interview voll langweilig. Im Internet muss ich mich vom 14-Jährigen beschimpfen lassen, von 16-Jährigen, wo ich mir denke so, ey, wenn du mir gegenüberstehst, ja, reiß ich dir deinen Schädel ab und steck ihn dir in den Arm. Also Freunde, jeder, der mal sein Maul aufgerissen hat, bekommt auch die Rechnung präsentiert. Manchmal denke ich fast, du hättest mir das Lachen gestohlen. Halten uns ständig in Schach, werfen Sachen und so. Dann gibt es Krach, es werden Waffen geholt. Nur geladen mit Platzpatronen, wir machen das schon. Behalten uns die Wärme, es gibt Kälte genug. Schlaf ich ein vor dem Fernseher, dann deckst du mich zu. Gott sei Dank begreifst nur du, wenn ich was Peinliches sage. Unser beider Esperanto, unsere eigene Sprache. Ich würd nie gehen, oder gibt's einen Grund? Denn so gesehen hat jeder Fehler von uns. Zum Riesen fehlen ein paar Zentimeter, na und? Wir lachen uns gemeinsam über deine Zehen kaputt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu TV Straßensound. Mein Name ist Marvin und neben mir sitzt Shakusa. Wie geht's dir? Ja, alles gut. Ein bisschen müde. Lange Fahrt gewesen, aber ansonsten alles gut. Direkt aus Wien hierher gekommen? Nein, ich lebe in Regensburg. Ah, okay. Ja. Aber du kommst ursprünglich also in der Nähe von Regensburg, so. Ich bin geboren in Linz. In Linz? Okay. Ja. Ich kenne mich in Österreich nicht so gut aus. Ist das nicht so alles nah beieinander, so wie man sich das als Deutscher vorstellt? Ja, schon nah beieinander, weil Österreich nicht so groß ist, aber meine Geburtsstadt ist Linz. Mhm. Ich habe mit Wien viel zu tun, weil da meine Freunde sind. Aber jetzt mittlerweile lebe ich in Bayern, in der Nähe von Regensburg. Ist ja auch nicht nicht weit weg, ja. Im Gegensatz zu Berlin. Ja, geht so. Wir sitzen heute in Berlin, weil du dein Album released hast, Noah. Dafür treffen wir uns. Wir haben ja jetzt das erste Interview auf TV Straßensound mit dir. Deswegen würden wir gerne mal so ein bisschen zurückblicken in die Vergangenheit bis zum heutigen Tage. Das hast du dir gedacht. Das hast du dir gedacht. Ja. Fangen wir mal an mit deinen Beginnen. Du hast angefangen zu rappen mit DJ Stickle und MC Jay, wenn ich das richtig ausspreche. Genau, ja. Genau, als verbale Systematik. Ja. Wieso dieser Name? Was Namen betrifft, war ich immer schon kreativ so, und das haben sich die Boys ausgedacht und die waren vorher schon irgendwie verbale Systematik und ich bin dann dazugestoßen. Ich hatte vorher eine andere Crew und die fanden mich aber cool und meinten, ey, willst du nicht zu uns kommen so, und Sickle hat damals einfach die besseren Beats gemacht und ich meinte, ja, okay, cool. Bist du denn eher so der autodidaktische Lerner, dass du dir das selbst beigebracht hast? Alles komplett. Ich komme aus einer Familie, die immer schon Musik gemacht hat. Mein Großvater, mein Urgroßvater, alle haben immer Musik gemacht. Mein Urgroßvater hat sogar Operetten geschrieben. Also, ja. Und mein Großvater hat mir dann irgendwann mal beigebracht, irgendwie Klavier zu spielen, Trommel zu spielen, Gitarre zu spielen. Und so habe ich es halt einfach gemacht. Ich meine, das war jetzt nicht so mein größtes Hobby, weil das Kind nervt einen, dass wenn man was lernen muss, ganz klar. Aber jetzt bin ich froh drum. Hast du es denn auch ein Stück weit, naja, freiwillig natürlich ein Stück weit, aber oder war da von zu Hause immer der Druck, ja, du musst jetzt in die Fußstapfen treten? Ja, als ich 10 oder 12 war, da war auf jeden Fall der Druck da. Also da haben meine Eltern mich auch gezwungen, Musikunterricht zu nehmen. Aber ich habe das halt so gut wie möglich manipuliert, weil ich halt keinen Bock hatte. So, ich wollte lieber draußen sein und Fußball spielen. Im Nachhinein bin ich aber froh drüber. Jetzt bringt es mir ja was. Und jetzt weiß ich auch, ich weiß es jetzt zu schätzen einfach. Profitierst du denn heute immer noch aus diesen Erfahrungen, die du damals machen konntest? Ich meine, na klar, mit 10, 12 ist man sicherlich voll aufnahmefähig und saugt das alles auch wenn man es nicht will. Aber hast du das bis heute, diese ganzen technischen Sachen, vielleicht alles behalten, was du da gelernt hast? Naja, es ist die Musikalität an sich. Die technischen Sachen, das hat mir alles Stickle beigebracht. So. Und ich bin da auch nicht so versiert und ziemlich anstrengend. Also ich habe den 100.000 Mal angerufen, zeig mir das, wie geht das? Und das ist heute nur so. Ich bin froh, wenn ich eine SMS verschicken kann. Das und auch bei Twitter was zu posten, ist halt für mich auch immer anstrengend, wenn ich irgendwas verlinken muss oder bei Facebook, weil es mich halt einfach auch nicht interessiert. Ja. Ja. Von daher war das ganze Technische für mich einfach nur anstrengend.
Das Musikalische ist für mich immer cool. Wenn ich weiß, wie was funktioniert und ich kann meine Musik einspielen, dann läuft's. Aber der andere Kram, das sieht mich halt nicht. Dann habt ihr euch irgendwann umgenannt zu Beetlefield. Wieso der Namenswechsel? Wir hatten unser erstes Studio, also Stickel und ich zusammen, bei seinen Eltern am Dachboden. Und das hieß damals Käferfeld. Okay, dann macht's. Dieses Viertel. Und wir wollten das halt einfach ein bisschen cool machen. Aber wir hatten auch voll viele Probleme. Du musst dir mal vorstellen, ich glaube, wer war es denn? Ja, Joe Jackson. Also der Vater der Jacksons hat uns mal verklagt. Echt? Ja, weil die Rechte an den Beatles hatten. Okay. Und du musst das ja anmelden. Wenn du eine Marke anmeldest, musst du das anmelden. Und dann hatten wir auf einmal eine Klage da, dass wir halt uns nicht Beetlefield nennen dürfen. Und das ging dann über 100.000 Jahre. Wir haben das aber dann auch Gott sei Dank gewonnen, weil es halt lächerlich war. Mhm. Ja, war ein bisschen anstrengend mit Beetlefield. Wie kommt Joe Jackson auf die junge Gruppe nach Österreich? Es gibt da so ein Forum, da musst du halt deine Marken eintragen, ne? Also deinen Namen. Und dann gibt es da Anwälte, die forschen da rum. Wo man Geld rauspumpen kann. Genau. Und so war es bei uns. Deswegen hatten wir eine Klage am Hals von denen. Und da ging es um richtig krasses Geld. So, da haben wir einige Jahre geschwitzt. So. Aber wir haben das gewonnen, Gott sei Dank. Ging die Verhandlung wirklich über mehrere Jahre? Ja, ja. 3 Jahre, glaube ich. Ach, Scheiße. Ja. Da schläft man sicherlich auch nicht mehr ruhig, wenn man weiß, Joe Jackson steht hinter einem und verfolgt einen. Was war denn persönlich deine Intention dahinter, Musik machen zu wollen? Ja, Musik machen zu wollen. Was soll ich sagen? Ich bin jeden Tag eingeschlafen mit dem Gedanken, ich möchte, dass andere Leute meine Musik hören. Und im besten Falle steht sie dann irgendwann auch mal im Regal und man kann sie kaufen. Das war das Einzige. So. Mit diesem Gedanken bin ich jeden Tag eingeschlafen und irgendwann hat es halt dann auch funktioniert, dank Bushido. Ja. Wer waren denn deine Inspirationen? Schwierig. Da gab es viele. Ich würde sagen Kreuzfeld Jakob oder Flipstar halt von Kreuzfeld Jakob. Dann Assad, Curse. Guten Tag, hallo. Ja, so, das waren die ersten. Ich glaube, wegen Assad und Flipstar von Kreuzfeld Jakob habe ich angefangen zu rappen. Du hast ja gesagt, dein Traum war es schon von Anfang an, dass deine CDs irgendwann mal im Laden stehen sollen. Gab es auch vielleicht irgendwann den Zeitpunkt, wo du an dir gezweifelt hast und gesagt hast, ey, das ist so weit weg, dieser Traum, den ich habe? Oder saß du wirklich jeden Tag daran und hast deine Ambitionen weiter ausgeprägt? Damals nicht, ich war noch jung. Also, weißt du, ich habe ganz normal gearbeitet und wenn ich nach Hause kam, dann konnte ich meine Musik machen und das hat mich gefreut, das war mein Hobby. Ja. Irgendwann hat es dann geklappt und du zweifelst erst daran, wenn es dein Hauptberuf wird. Weil dann fängst du an, halt anders zu denken und alles, was du machst, zu überdenken. Also war es, als ich normal gearbeitet habe und Musik nur ein Hobby war, war es auf jeden Fall stressfreier als jetzt. Aber gezweifelt habe ich nie daran. Dann habe ich gelesen, dass du durch eine Demo-CD, die du damals in Österreich beim Konzert dem Bushido gegeben hast, Gehör bekommen hast von ihm. Du hast dann dazu, also es hat dann dazu geführt, dass du für EGJ produziert hast und halt auch dann auf dem Label warst, hast ja gerappt, aber dazu kommen wir noch später. Hättest du es denn für möglich gehalten, dass es wirklich so funktioniert, so einfach eine Demo-CD in die Hand drücken und dann kommt irgendwann der goldene Anruf? Ey, das hat voll lange gedauert. Die haben sich erst auch nach 3 Monaten gemeldet, irgendwie so. Deswegen, aber mir war das immer egal, ich hatte den Gedanken nicht. Ich wollte einfach mal irgendjemandem was mitgeben und sagen, ey, guck mal, genau das machen wir jetzt gerade. Hörst dir an, wenn du es cool findest, so, dann können wir ja zusammenarbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, wie es jetzt ist. So, ich habe es mir immer erträumt, aber ich wollte einfach so, dass ein Rapper unsere Beats hört, ja, und sagt, ey, finde ich cool, da würde ich gerne drüber rappen. Dass das alles so ausartet, das hätte ich mir niemals gedacht. So, von daher genieße ich halt einfach die Zeit. Und ja, und wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei.
Ist es denn heutzutage noch möglich? Ich meine, man sieht immer mehr Rapper. Früher war es nur eine kleine Gruppe, die gerappt hat. Es wurden ja immer mehr und heutzutage rappt jeder Zweite. Ist es denn heute noch möglich, über diesen Weg erfolgreich zu werden? Und ganz ehrlich, wie viele Demo-CDs oder heutzutage eher Links bekommst du denn zugeschickt? Also es ist definitiv so, dass ich jetzt nichts mehr hören will. Ja, wenn, dann gucke ich selber nach. Mhm. Und suche mir die Leute raus und die schreibe ich dann auch an und sage, ey, ist cool, können wir zusammenarbeiten. Früher bei uns, als ich noch bei Erst guter Junge war, wir hatten Stapel von Demo-CDs rumliegen, ohne Witz jetzt. Mhm. So, wir haben uns halt die mit den besten Covern rausgepickt und haben uns das angehört. Ja. Mhm. So, weil dann wussten wir, okay, da steckt auch coole Arbeit dahinter, da steckt ein bisschen Kreativität dahinter. Aber ich selber, ich habe keine Lust, ich suche mir das selber. Und ja, mittlerweile ist es halt auch, ich meine, rappen kann jeder, du brauchst irgendwas Besonderes. Ja. Und du musst mal bedenken, dass wir, als wir angefangen haben, ganz andere Vorbilder hatten. Ja, da gab es keine Leute wie Casper, nennen wir jetzt mal die großen, Casper, Sido, Bushido, Materia, irgendjemanden. Wir hatten die Fantastischen Vier oder Too Strong, aber die kennt wahrscheinlich eh heute keiner mehr, oder Main Concept und so. Und wenn du das heute hörst, denkst du dir, oh Gott. Okay, Massive Töne im Freundeskreis, die sind immer noch cool. Aber wir mussten uns das halt selber lernen, wir konnten uns das nicht abgucken. Und deswegen schätze ich das, was wir machen, halt auch mehr als das, was heute passiert. Aber ich will kein Torch sein, weißt du. Kennst du das Torch-Syndrom? Nee. Dich über alles beschweren und alles ist scheiße, aber selber kannst du auch nichts. Okay. Würdest du denn jungen Leuten empfehlen, oder wenn sie Talent haben, wenn du was in, ja, du sagst, du schaust dir selber Sachen an, dann findest du einen Jungen, der Talent hat, würdest du dir empfehlen, auf Rap alles zu setzen, alles auf eine Karte, ich will Produzent bzw. Rapper werden? Niemals. Warum? Weil es Bullshit ist. Ganz ehrlich. Oh, jetzt geht's hier ab. Mach deine Schule, lern deinen Beruf. Und wenn du eine Möglichkeit hast, dass du Musik machst als Hobby und es funktioniert dann kannst du es immer machen. So, dagegen spricht gar nichts. Aber setz niemals die Karte auf Musik, das ist Blödsinn. Das ist kompletter Blödsinn. Erstmal sage ich dir, du musst fest im Leben stehen, um das Musikbusiness überhaupt bewältigen zu können. Weil das packst du eh nicht. Es kommt so viel auf dich zu. Du brauchst einen Steuerberater, einen Anwalt, einen Manager, einen Mercher, einen Booker, bla bla. So, das ist auch so viel Schriftverkehr und das kannst du nur bewältigen, wenn du vorher schon irgendwie mal Boden unter den Füßen gehabt hast. Was ist das für ein Scheiß? Ja, okay. Gott. Und ihr übertreibt auch mal voll. Nee, aber. Nein, du musst halt wirklich erstmal was. Genau. So, das klingt so großmuttermäßig, aber mach mal erst deinen Scheiß, mach deine Schule oder lern einen Beruf und dann kannst du dich auf Musik konzentrieren. Und wenn es dann klappt, dann ist es cool. Aber du, weißt du, du fällst nie auf die Schnauze, du landest immer auf den Beinen, wenn du irgendwas Fixes hast. Und. Klar, das ist einfach gesagt, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber wenn man sich jetzt mal die Medien anschaut, DSDS, Popstars, da wird es einem vorgelegt, du kommst aus deinem kleinen Dorf, irgendwo aus Deutschland und kannst da zum großen Star werden und vielleicht ein Leben lang davon leben, mit dem, was du erreichst. Die Leute reflektieren das nicht, dass da ja Millionen Leute mitmachen und nur einer am Ende da so steht und das vielleicht auch nur für ein Jahr. Das stimmt schon, ey, aber das, so, du hast mich schon mal einen Tipp gefragt, den habe ich dir abgegeben. Was da passiert, ist alles Bullshit, komplett. Ich habe alles durch. Ich war überall, ich habe alles gesehen. Und ich kann dir sagen, das ist alles Bullshit. Mach deinen Job, mach deine Schule und dann konzentrier dich auf Musik. Fertig. Ansonsten bist du immer auf die Schnauze fallen. Du hattest deine Ausbildung vorher abgeschlossen, habe ich gesehen. Würdest du denn sagen, dass du wirklich im Leben standst und weniger Risiko war als für die jungen Leute, die vielleicht heute alles auf eine Karte setzen? Es war immer Risiko dabei. Nee, es war einfach mehr Arbeit so. Ich meine, ich war damals Küchenchef. Und
hat er einen richtig guten Job. Ich könnte den heute noch machen und würde wahrscheinlich mehr verdienen, als ich jetzt als Musiker verdiene. Okay. Aber die Liebe zur Musik hat mich einfach dahin gebracht, das zu machen und auch das Risiko einzugehen. Und es ist nicht immer schön. Aber das, was ich gelernt habe, hilft mir in vielen Situationen weiter, um gewisse Sachen zu kontrollieren und einfach nicht auszuflippen und einfach auf dem Boden zu bleiben. Und das kann ich nur jedem raten, wirklich, weil Musikbusiness ist, glaube ich, noch dreckiger als irgendwie so irgendein Straßenbusiness oder Rotlichtmilieu. Ja, das Mediengeschäft ist hart und kämpft und es gibt dicke Haifische, die einen fressen wollen, aber es gibt auch sehr viele kleine, die sich gegenseitig noch angreifen. Ja. Da hast du vollkommen recht. Aber ich denke, dass es sich für die guten Augenblicke dann im Endeffekt gelohnt hat. Ein guter Augenblick war beispielsweise, dass einige Deutschrap-Klassiker, würde ich sie einfach mal nennen, entstanden sind, wie zum Beispiel Vendetta, Nemesis, Alles Gute kommt von unten. Wie bist du mit dem damaligen Hype, der um euch war, umgegangen? Ich meine, ihr wart überall. Komet, The Dome, überall. Ja. Ich kann das gar nicht sagen. Das, wenn du sowas erlebst, vergeht die Zeit einfach zu schnell, um das zu realisieren. Im Nachhinein denke ich mir, krass. Ja? So, und es war auch eine mega gute Zeit. Und ich würde die auch nicht missen wollen. Aber es geht auch anders. Mhm. Wir haben schon in der Zeit viel Scheiße gefressen auch. So. Also, du musst viel Kompromisse machen und du musst viel zurückstecken für das Ganze, was da passiert ist. Und beispielsweise? Ey, damals bei The Dome und so weiter. Du kommst da hin, bist irgendwie der Hauptact und dann kriegst du so Essensmarken. Ja, kein Witz. Okay. Und sitzt auf Bierbänken, ja, im Backstage. Und wenn du dir zum zweiten Mal einen Salat holen willst, so, dann lässt dich der Türsteher dann nicht mehr rein, weil du keine Essensmarke mehr hast. Und so. Du wirst halt da richtig ausgelutscht. Okay. Das ist richtig ekelhaft. Du bist da kein Star. Und das geht aber allen so. Ne? Und es ist natürlich eine schöne Glitzerwelt, aber es ist Blödsinn. Hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Okay. Ja. Würde ich gerne mal sehen. Gibt es The Dome eigentlich noch? Ja, ist ja egal. Egal welche große Veranstaltung. Ob das jetzt Bravo, Super Show war, The Dome. Es war überall gleich. Überall die gleichen Bierbänke. Genau das. Zu deinem. Achso. Ist ja auch bei Festivals so. Mhm. Also bei den meisten. Ja, das ist ja auch dieser Festival-Lifestyle. Da soll man sich auch wie auf dem Festival fühlen. Ja, aber wenn du jetzt so einem Splash fährst, so die behandeln dich einfach wie den räudigsten Hund der Welt und dann sollst du da aber voll abliefern. Okay. Ich meine, ich glaube, ihr wart schon mal. Nee, leider noch nicht. Okay, gut. Du kriegst beim Splash auch Essensmarken und Getränkemarken und wenn die aus sind, so, dann musst du halt deine Getränke selber bezahlen. Ja, danke. Vielen Dank. Ja. Aber egal, macht es ruhig weiter. Mit mir nicht mehr. Zu deinem Einstand bei IGJ hast du betont, dass du lieber als Rapper als als Produzent wahrgenommen werden möchtest. Wieso war dir das so wichtig? Und direkt nochmal die Frage dahinter, gehört es für dich als Kompaktpaket zusammen? Rapper, Produzent, ein Rapper soll eigenständig sein, das ist halt Hip-Hop, dass man halt sich halt selbst produzieren kann. Nein, finde ich überhaupt nicht. Okay. Also bei mir war es so, ich hatte damals eben Sticklers Partner zur Seite und der war ja auch ein fähiger Typ. Und ich habe ja damals wirklich die Beats reingestampft und irgendwie hat das funktioniert. Und Stickler hat das dann halt so zusammengebastelt, dass das alles dann klappt. Mhm. Ne? Und ich war halt der Rapper. Das ist Ansichtssache. Ich finde Rapper auch cool, die sich nur aufs Rappen konzentrieren. Also das ist überhaupt kein Diss an Leute, die nicht produzieren können. So. Aber ich konnte halt beides, aber wollte nicht so wahrgenommen werden. Mhm. Ganz einfach. Okay. Dann hast du im April 2006 zusammen mit Stickel Suchen und Zerstören produziert. Ja. Und im gleichen Jahr kam auch noch ein Kollabo-Album mit Busy Montana, Blackout. Wieso damals diese zwei Kollaborationen, oder beziehungsweise das erste war ja dein Mixtape mit der Produktion mit Stickel, bevor dann wirklich das erste Solo-Album auf EGJ rauskam? Wegen Kohle. Verdient man mit einem Mixtape mehr? Ja, ich hab schon, auf jeden Fall. Aber nein, ich musste damals, jetzt ganz im Ernst, ich musste damals einfach mal mich zeigen, ich musste mir irgendwie ein Profil verpassen. Mhm. Und das geht nur über Mixtapes.
ich muss das schärfen einfach so. Jeder muss wissen, wer ich bin, was man von mir zu erwarten hat, bis das erste Album kommt. Mhm. Und beim ersten Album gibst du halt dann alles. Und Mixtapes sind einfach nur da, um das Profil einfach zu schärfen, zu schleifen und sich irgendwie ein, nennen wir es, Image zu kreieren. Ja, das war's. So, und Busy und ich sind wie Brüder. Also Busy ist wie ich genau gleich in groß. Das ist so. Also wir denken gleich, wir reden das Gleiche, wir sind gleich asozial. Es ist echt, wirklich. Okay. Du könntest mich in Busy reinstecken und es würde nicht auffallen. Vielleicht nächstes Mal zum Busy Montana Interview gehen und sich hinsetzen. Ja. Vielleicht fällt es ja einem Journalisten nicht auf. Ja, deswegen machen wir auch Blackout 2, weil wir einfach Bock drauf haben und es einfach eine Menge Spaß macht, zusammen zu arbeiten. Und da steckt jetzt bei Blackout 2 zum Beispiel steckt kein Geldgedanke dahinter. Wir lieben uns einfach und wir wollen es machen. Und ist der Geldgedanke? Wir schulden das auch unseren Leuten irgendwie, weil die warten halt drauf und die wollten es immer haben und dann haben wir gesagt, okay, bam. So, bei mir ist es ja so, ich weiß nicht, ob ich noch ein Solo-Album mache oder nicht. Das wird sich noch rausstellen jetzt in den nächsten Monaten. Und wenn nicht, dann mache ich das noch mit Busy. So, eben für die Leute und dann feiern wir ab. Ist der Geldgedanke, natürlich ist er jetzt im Laufe der Jahre schwächer geworden als damals, aber wie ist man damals vielleicht unterschiedlich rangegangen, weil man diesen Geldgedanken noch hatte, weil man jung war und halt das Geld gebraucht hat? Bei mir war das nie der Geldgedanke. Ich brauchte immer nur so viel Kohle, dass ich halt mein Essen bezahlen kann und genug Zeit für die Musik hatte. Ich habe nie krass schwer verdient. So und oder ich bin auch kein materialistischer Mensch. Mir ging es nie so um die Kohle. Ich brauchte halt so viel, dass ich meine Miete bezahlen kann, mein Essen, mein Equipment. Ich will Mucke machen und will mich halt nur darauf konzentrieren. So. Und das ist bis heute noch so. Ich scheiß auf Geld. Das ist wichtig. Hast du denn damals auch auf die Chartplatzierung geschissen? Weil das wäre jetzt mein nächster Punkt. 2007, erstes Soloalbum Straßenkobra, Platz 10. Also in den Top 10. City Cobra. Ist das nicht Straßenkobra? City Cobra, hier steht's, sorry. Ja, bei Straßensound, City Cobra. Kein Problem. Nee, ich hätte auch niemals damit gerechnet. Also, als mich Bushido damals angerufen hat und meinte, ey, dein Album ist gerade in den Top 10. Bin ich ausgeflippt. Ich so, Alter, das kann doch gar nicht wahr sein. Und damals waren die Verkaufszahlen halt auch noch anders als heute. Ne? Heute kommst du ja locker mal in die Top Ten, da brauchst du ja nicht viel können. Ja, es war schön. Aber ich sag's dir trotzdem, eine Chartplatzierung macht nicht die Qualität eines Albums aus. So, scheiß drauf. Du kannst eine Musik nicht an dem messen, oder an einer Chartplatzierung messen. Auf keinen Fall. Ich kenne so viele gute Rapper oder so viele gute Musiker, die niemals in die Charts kommen werden, leider, die viel bessere Musik als ich selber machen. Ich habe das Glück, dass ich mir eine Fanbase aufgebaut habe. Hat die Chartplatzierung vielleicht heutzutage auch an Wert verloren, weil du, wie du halt sagst, weil es halt viel einfacher ist, in die Top 100 gelistet zu werden? Nochmal? Ob die Chartplatzierung für dich persönlich vielleicht auch an Wert verloren hat? Ich meine, du bist jetzt mit deinem aktuellen Album auch auf Platz 5 gegangen. Das hatte für mich nie einen Wert. Okay. So, guck mal. Als ich angefangen habe, ja, gab es noch kein Facebook, kein MySpace. Mhm. Es gab diese ganzen Plattformen nicht. Du hast den direkten Hass oder die direkte Freude von den Fans nie mitbekommen. Ja? Das kann man heute natürlich spüren. Und deswegen freut es mich, wenn auf meiner Facebook-Seite die Leute das feiern, die Fans das feiern, mit denen ich eigentlich quasi direkt in Kontakt stehe, dann ist mir das Wichtigste. Ob jetzt ein Kritiker das Album gut findet oder nicht, ist mir scheißegal. Manchmal, so jetzt auch bei Noah, haben wir uns totgelacht, weil ich wusste, ey, der Typ von Rappers Inn zum Beispiel hat sich 10 Stunden hingesetzt und hat sich überlegt, wie er mich denn jetzt am besten runtermachen kann, und dabei noch intelligent wirken kann. Und ist einfach ein Vollopfer, weil er keine Ahnung hat von der Materie. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Also wirklich, die Chartplatzierung macht dein Album nicht besser. Auch die Verkäufe nicht. Klar, die Qualität auf der Platte bleibt immer noch die gleiche. Auch wenn man vielleicht irgendwie in den Charts weiter runtergeht oder gar nicht gelistet wird. Guck mal, ich fand Prince
Prince ist der krasseste Musiker, den es jemals gab. Und es tut mir so leid, wirklich so. Das war einer der schlimmsten Tage, als ich gehört habe, dass er gestorben ist. Ich meine, der Typ hat 39 Instrumente gespielt, ja. So. Der hat einfach die krasseste Musik der Welt gemacht. Aber er war nicht am erfolgreichsten. Klar. DJ Bobo hat wahrscheinlich mehr Platten verkauft als er. So. Deswegen, scheiß drauf. Lass uns weiter in der Historie blättern. Unter der Sonne und Monster in mir kam auch noch bei EGJ. Danach bist du dann, hast du das Camp verlassen. Warum? Hast du damals schon öfter erklärt? Vielleicht noch ein, zwei Worte dazu? Es ist viel passiert. Bei mir ist, jeder weiß, so, meine Mom ist damals verstorben so, und ich war halt unten durch. Und wir haben uns untereinander nicht mehr verstanden. Das hat sich irgendwie so gespalten. Und es war halt gar nichts cool. Und ich meinte dann so, ey, Jungs, ich muss da raus. Ich wollte Monster in mir auch schon gar nicht mehr bringen. Aber hab dann gesagt, ey, okay. Ja, lass ihn. Wir haben dann ein Gespräch geführt, wo die meinten, okay, guck mal, so ist die Situation. Und ich hab auch dann gesagt, ey, ich hab euch viel zu verdanken. Oder auch Bushido viel zu verdanken. Ich mach dieses Album noch. Aber dann muss wirklich Schluss sein, dann bin ich raus. Dann habe ich noch mal zwei Mir gemacht. Ja. Und dann habe ich einfach mal 2 Jahre Pause gemacht. Also ich brauchte das auch einfach. Um mal runterzukommen und einfach so auch dieses Gangster-Image, das mir auferlegt wurde, obwohl ich es ja eigentlich nie irgendwie propagiert habe, abzulegen. Und das war's. Du hast gesagt, dass du selbstständiger arbeiten möchtest in dem Zusammenhang. Inwiefern haben sich deine Arbeitsvorgänge oder deine Arbeitsweise, wie hat die sich geändert? Ja, eigentlich ist es voll komisch, weil damals dachte ich, ja, ich will alles selbstständig machen. Und dann habe ich trotzdem wieder an Produzententeams abgegeben, wie an Stickle und Steady oder jetzt hier in Valley's Boys, natürlich mit denen ich die letzten 2 Alben rausgebracht habe. Keine Ahnung, ich wollte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Und wollte meine eigene Nische finden. Ja, das war's. Soll ich nicht irgendjemandem wissen, sonst ist das Interview voll langweilig. Nein, nein. Das bleibt immer dem Künstler selbst überlassen. Gab es denn vielleicht auch irgendwann mal den Punkt, wo du es bereut hast? Oder wo du gesagt hast, ey, vielleicht lief es jetzt besser dort? Das kann immer sein. Aber ich bereue das nicht. Auf keinen Fall. Es hat damals nicht gepasst. Wir haben uns nicht mehr verstanden und du kannst nicht. Und wenn du dich gegenseitig nicht magst, wir hatten alle unsere Fehler. Ich glaube, wenn wir jetzt uns treffen würden und das nochmal machen würden, dann wäre das auch nicht passiert, aber wir waren zu jung. Wir waren zu jung und zu wild. Und zu viele Egos sind aufeinander geprallt. Heute würde das hundertprozentig nicht mehr passieren. Also ich gehe davon aus, von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Aber so war es einfach. Ich bereue es aber nicht, auf keinen Fall. Ich meine, bei mir läuft jetzt besser als je zuvor. Was soll ich mich beschweren? Du sagst, wenn ihr heute aufeinander treffen würdet, seid ihr seitdem gar nicht mehr aufeinander getroffen? Nein, wir haben uns seit, glaube ich, 2010 nicht gesehen. Aber es macht doch auch nichts. So, das ist ja, alles andere wäre kindisches Verhalten. Es ist einfach vorbei, fertig. 2010 kam dein Mixtape, Suchen und Zerstören 2. Natürlich war der erste Teil dein erstes Mixtape. War es für dich auch, um jetzt ein Zeichen zu setzen, jetzt ist Neuanfang, ich fange nochmal ganz von vorne an, Suchen und Zerstören 2 im Anknüpfen an das erste Mixtape? Ja, ich fand es ja lustig. Wir hatten ja Suchen und Zerstören 2 limitiert, haben es im Dezember rausgebracht, weil wir dachten, okay, ich habe für mich gesagt, jetzt ist Schluss, ich habe hier noch Songs, die baller ich noch raus, wenn die Leute das haben wollen, dann sollen sie haben. Mhm. Aber wir limitieren das so. Auf eine fixe Fanbase und dann haben wir, glaube ich, 2500, glaube ich, war es limitiert. Mhm. Und dann sind wir im Dezember natürlich nicht in die Top 100 gekommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, boah, guck mal, Jacuzza ist tot und bla bla bla. Und da siehst du mal wieder, so, dass die Leute einfach keine Ahnung von der Materie haben. So. Das war doch so gewollt. Und dann komme ich halt mit Magnolia zurück. Und verkaufe einfach mal 60.000 Einheiten. So, was? Weißt du?
Das ist halt so, genau deswegen habe ich mir auch dann irgendwann mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Business, weil einfach zu viele Eierköpfe rumlaufen. Ja, ist so. Aber Magnolia kam ja auch erst 2013. Wieso wieder 3 Jahre Zeit dazwischen? Pause. Wie gesagt, meine Mutter ist damals verstorben so, und ich hatte auch noch mehr. Viele Leute in meiner Familie sind damals verstorben so, und ich brauchte einfach eine Auszeit. So, und ich musste mich auch wieder neu erfinden. Ich musste erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Und ich hatte keinen Bock mehr auf den alten Sound. Und das dauert halt einfach. So. Das dauert. Und das war der beste Schritt, den ich jemals gemacht habe. 2014, um weiterzugehen, kam Zodiac mit Raf Kamora und Yoshimitsu. Ja. Der Kontakt bestand ja schon lange, ihr habt ja schon ganz früh zusammengearbeitet. Hat sich im Laufe der Jahre vielleicht an der Zusammenarbeit ein bisschen was geändert? Eigentlich nicht. Also wenn wir uns treffen, sind wir immer noch die Alten. Du musst dir vorstellen, wir drei kennen uns, seitdem wir 17 Jahre alt sind. Das sind jetzt also 18 Jahre. Wir kennen uns seit 18 Jahren. Und dann machen wir nur Kinderscheiß. Wir drücken Sprüche, so, wir lachen den ganzen Tag über bescheuerte Sachen. Und dann machen wir Musik. Irgendwie habe ich zu Raff mal gesagt, nach Magnolia, ey, ich muss den Kopf wegkriegen, ich muss mal wieder asoziale Sachen schreiben. Genauso wie ich zu Busy gesagt habe, jetzt bei Blackout 2. Ich muss jetzt einfach wieder mal auf die Kacke hauen, weil es Spaß macht. Mhm. Und so läuft es. Und man geht natürlich dann, was die Vermarktung und so betrifft, professioneller vor. Aber die Mache bleibt die gleiche. Also die bleibt genauso bescheuert wie früher. Mhm. Könntest du dir vorstellen, von der Kollaboration auch noch einen zweiten Teil zu machen? Wenn du sagst, du machst es, weil es dir Spaß macht, würde dir sicherlich heute nächstes Jahr oder danach auch noch Spaß machen. Ja, mal gucken. Hey, ich lasse das einfach offen. Mhm. Ich lasse das einfach offen. Wir wissen das nicht. Aber wir sind alle entspannt. Ich meine, Raff hat auch seine Projekte am Start. Ich habe meine Projekte am Start. Und wenn es passiert, dann passiert es. Aber ich nehme mir da jetzt nichts vor. Im gleichen Jahr kam Exit. Woraus kam dieser Exit? Also woraus wolltest du raus? Ich meine, du hast dir vorher eine Pause genommen, warst dann zurück und Exit klingt ja schon wieder nach Abgang. Ja, für mich war es damals einfach, dass ich halt mit vielen Leuten Schluss gemacht habe, mit Businessleuten und etc. etc. Also ich habe einfach einen Cut gemacht und meinte so, okay, so, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Und das war mein Exit. Und ich habe mich auch damals aus Berlin verzogen, bin nach Holland gefahren, in das Häuschen, und da haben wir die Platte gemacht und einfach die Mucke gemacht, die wir machen wollten. Ich meine, das schwierig zu erklären. So, das ist ja jetzt nicht Mainstream, was wir machen. Mhm. Aber funktioniert trotzdem. Ich hätte jederzeit ein neues City Cobra machen können. Wegen Zahlen oder wegen Verkäufen, wegen Promo, dies, das. So wollte ich aber nicht. Ich wollte einfach abhauen und einfach sagen, okay, komm, also wir ziehen jetzt durch, wir zeigen jetzt mal Eier, machen Musik, die komplett fernab von allem ist. Und das machen wir da. Deswegen war es mein Exit. Und deswegen aber ist trotzdem angekommen. Ja. Jetzt, 2 Jahre später, sitzen wir hier zum Album Noah. Wieso dieser Titel? Noah ist das für mich das gleiche wie Exit, nur auf eine andere Art umgesetzt, weil ich bei Noah eben mir das retten wollte. Was wir bei Exit schon gemacht haben, wollte ich mir auf Noah retten. Mhm. Weil es ja schon wieder komplett nicht Mainstream ist, sondern schwierig. Es ist schwierig zu hören, ja. Aber ich wollte mir einfach die Musik, die wir lieben, retten. Mhm. Und deswegen habe ich es Noah genannt. Das hat keinen religiösen Hintergrund. Ich bin null religiös oder so. Mhm. Das ist der einzige Grund. Die Metapher hat ganz gut gepasst. War es denn von Anfang an geplant, in diesem 2-Jahrestakt diese Trilogie zu erstellen? Nein, überhaupt nicht. Ich plane Musik nicht. Okay. Geplante Musik finde ich scheiße. Mhm. Ich mache es, wenn ich es fühle, dann mache ich es. Habe ich immer schon so gemacht. Also kein Plan, kein gar nichts. Wir haben eben auch schon drüber gesprochen, dass die Chartplatzierungen egal sind, aber jetzt Platz 5, wieder mit dem Album. Lässt dich das vollkommen kalt oder freust du dich immer noch drüber? Ja, ich habe mich voll gefreut, weil wenn du die Namen davor liest und dahinter auch so, ist das halt schon krass. Ich habe mich ja jetzt nicht mit Rappern gemessen, sondern mit Weltstars. Ja, wenn du dann liest U2, Motorhead, Vollbeat, wer war noch dabei, der von den Beatles? Ach, bin ich ein Vollidiot.
Egal. Paul McCartney. Paul McCartney, genau. Und wenn du dich da einreißt, ist das schon geil zu lesen. Mhm. Und deswegen freue ich mich auch. Und selbst wenn es weniger gewesen wäre, ist mir auch egal. Aber das liest sich halt geil. Das kann man sich ausdrucken und irgendwann mal an die Wand tapen. Klar, ist immer noch eine Sache, worauf man stolz sein kann. War es denn auch bei diesem Album die gleiche Herangehensweise wie bei Exit? Oder hat sich da von der Produktion, von der Zusammenarbeit, hat sich da irgendwas geändert? Ich sag dir ganz ehrlich, wir machen das einfach so. Wir sagen am Anfang von einer Albumproduktion, ey, wir möchten ungefähr dahin arbeiten. Ich habe immer gesagt, ey, lasst uns doch Coldplay mit Rap machen. Mhm. Und dann, ja, so macht, was ihr wollt. Dann haben Max und Jan erstmal Skizzen gemacht. Ich habe erstmal drauf geschrieben, dann haben wir ausprobiert, ob das funktioniert. Und dann haben wir es einfach gemacht. Also es gibt keinen Plan, es ist nur Musik. Wer ist alles auf dem Album mit vertreten? Niemand. Niemand? Also meine Jungs, Max Mosley ist der Einzige, der nebenbei noch was mitproduziert hat. Das ist auch eben, glaube ich, warte mal, bin ich blöd, Noah, eben auch der Titelsong. Aber ansonsten haben wir das alles im Haus gemacht. Also komplett Beatlefield, ja. Produktion. Dann ist ja jetzt in Zukunft wieder was angekündigt. Du hast gesagt, du möchtest, es ist vielleicht dein letztes Soloalbum. Du lässt es offen. Ja. Was bedrückt dich, dass du das sagst? Jetzt mal, um es so zu stellen. Ich habe jetzt... Ich meine, ich nehme dich ja als musikalischen Typ wahr. Du hast die Leidenschaft da drin. Von vornherein, schon seit klein auf, bist du dabei und dann sagst du, du möchtest damit aufhören. Eventuell. Ja, das ist ja nicht so, dass ich dann mit Musik aufhören würde, aber ich kann ja auch einfach auch aufhören, Musik rauszubringen, um mir den ganzen Wahnsinn zu geben. So, das ist ja das. Das ist immer eine Absprache zwischen Label und mir. Es ist so, die haben eine Option. Wenn die sagen, okay, wir hätten noch Bock, ein Album zu machen, dann habe ich auch Bock, dann mache ich das auch. So, dann gebe ich mir das einmal noch. Aber wenn ich noch ein Album machen sollte, dann ist das nächste Soloalbum von mir definitiv das letzte. Okay. Weil ich mir diesen ganzen Wahnsinn nicht mehr gebe. Was ist dieser Wahnsinn? Guck mal. Dass man zum Beispiel ein Interview setzen muss. Nein, nein, das überhaupt nicht. Okay. Guck mal, das ist ja cool. Wir unterhalten uns ja nett. Mhm. Aber im Internet muss ich mich vom 14-Jährigen beschimpfen lassen, von 16-Jährigen, wo ich mir denke, so, ey, wenn du mir gegenüberstehst, ja, reiß ich dir deinen Schädel ab und steck ihn dir in den Arsch. Mhm. Okay, Freund. Und es läuft aber mittlerweile alles nur noch über Internet und deswegen muss ich mir den Scheißdreck auch geben. Ganz ehrlich, bei mir auf der Facebook-Seite, da habe ich sehr, sehr nette Menschen, hin und wieder ist irgendwann mal so ein Bastard dabei. Oder generell so, das ist, mich nervt das, ich will mir das nicht geben. Weil, du musst mal so denken, viele Leute haben einen Job, weil wir Musik machen. Und viele Leute hören nur Musik, weil wir Musik machen. Wenn es keiner mehr macht, so was macht ihr denn dann? Ihr könnt es ja nicht selbst machen. Und das nervt mich so. Man hat den Respekt an dieser Arbeit verloren. Und es ist Arbeit. Ja. Natürlich gibt es auch viel Bullshit. Und da sage ich auch, boah Gott, Alter, was ist das? Wie kann man? Also natürlich gibt es auch Musik, die keine Arbeit ist. Aber was ich mache, ist Arbeit. So. Und das ist Handwerk. Und wenn mich dann irgendeiner beschimpft, weil ich das tue, dann leck mich am Arsch und dann mach ich es halt einfach nicht mehr. Und ich würde es mir halt noch einmal geben, wenn der Chef von vor, Michi Stockholm, eben sagt, okay, wir haben jetzt noch Bock, ein Album zu machen, dann hänge ich mich auch nochmal voll rein, aber das war's dann. Also dann wird das definitiv das jetzt sein. Aber du bist doch seit über 10 Jahren dabei und... Wieso nimmst du dir das denn zu Herzen? Du könntest ja auch zu Facebook zum Beispiel abschalten. Dann müsstest du das nicht mehr geben. Du bist nichts mehr wert. So, es ist alles, du kriegst so viel Musik um die Ohren geschnallt. Es ist halt nichts mehr wert. Ich meine, es gibt Spotify, ich will die jetzt auch gar nicht haten, aber es gibt die ganzen Streamers. Ey, das ist halt nichts mehr wert. Und du steckst aber dein ganzes Herz rein. So. Du steckst eine Menge Geld rein. Ich meine, weißt du, was eine Albumproduktion kostet? Ich kann es mir vorstellen, dass es nicht günstig ist. Das ist eine Menge Geld. So. Und dann ist es halt einfach nichts wert.
Und dann wirst du auch noch beschimpft dafür. Und dann sage ich, okay, hey Freunde, das war's, dann macht euren Käse selber. Hast du denn weitere Geschäftsfelder? Ich meine, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast vorhin gesagt, du könntest damit wahrscheinlich noch mehr Geld machen als mit der Musik. Was wäre dann der Plan für danach? Mann, also wenn ich jetzt wirklich tatsächlich aufhören würde, ja, würde ich erstmal einen Job machen, wo ich nicht nachdenken muss. VW-Bandarbeit. Würde ich machen. Okay. Ich würde auch als Müllmann rumfahren. Oder, wie gesagt, mich bei BMW ans Band stellen und irgendwelche Teile zusammenschrauben. Ist mir scheißegal. Ein halbes Jahr irgendwas machen, wo ich nicht nachdenken muss. Und dann habe ich auf jeden Fall für die Gastronomie, also ich habe einen echt krassen Plan, dann würde ich mich wieder selbstständig machen, aber in der Gastronomie. Ist das auch momentan noch ein Hobby von dir? Probierst du dich selbst nur in der Küche aus? Ja, ich koche für meine Frau halt. So. Ein bis zweimal täglich. Und für Freunde und Verwandte und so weiter und so fort. Aber bevor mit dem allen Schluss sein soll, kommt ja noch ein Collabo-Album. Ihr habt es schon angekündigt, Blackout 2, wir haben eben auch schon drüber gesprochen mit Busy Montana. Wann wird es soweit sein? Ja, wir sind noch gerade dran. Wir haben jetzt ungefähr, ich sag mal, die Hälfte fertig. Oder zumindest aufgenommen. Und wir bemühen uns, es im Frühjahr nächstes Jahr rauszubringen, also im Frühjahr 2017. Aber ja, kann sein, dass ich dann eh wegen Blackout 2 meine Karriere beenden muss. Warum? Weil es so asozial wird? Ja, okay. Genau deswegen. Es wird überasozial. Und vor allem, du weißt doch, meine Musik bietet gerade keine Möglichkeit, irgendjemandem was zurückzuzahlen. Aber Blackout schon. Mhm. Also Freunde, jeder, der mal sein Maul aufgerissen hat, bekommt auch die Rechnung präsentiert. Ist es denn 10 Jahre später noch das gleiche Feeling wie beim ersten Teil? Viel krasser. Okay. Du hast keine Ahnung. Aber die da drüben haben Ahnung. Das ist schlimm. Ja. Es ist viel, viel krasser und viel schlimmer. Okay. Also ja, also bis ich letztes Mal bei mir war, musste meine Frau eine Woche zu ihren Eltern ziehen, weil wir alleine sein wollten, um halt durchdrehen zu können. Und das haben wir auch getan. Das war wirklich schlimm. Und es wird auch noch schlimmer. Okay. Also wir haben uns noch einiges vorgenommen. Wir können das noch toppen. Ich bin sehr gespannt. Frühjahr 2017, ich nehme dich beim Wort. Ich bin am Start für natürlich erstmal ein Interview und dann um in das Album reinzuhören. Ja. Aber bevor das alles soweit ist, kommt ja auch noch deine Tour im Herbst. Genau. Da können die Leute sehr gerne mal vorbeischauen. Die Daten findet ihr natürlich alle auf der Facebook-Seite von Shakusa und auf den ganzen anderen sozialen Medien. TV Straßensound ist da auch dabei vertreten und ihr könnt gerne den Kanal abonnieren für weitere Interviews. Und jetzt haben wir noch einige Fanfragen reingeholt über unsere Facebook-Seite. Die wird mein Kollege Davut stellen. Ich mach die? Okay, dann mach ich die. Jawohl. Handy 1 weg. Wollen wir tauschen? Gekleidet, ey. Nee, mach du. Jetzt ist schon egal. Wir beeilen uns. Der Kosa Yasin fragt, wie geht's Ihnen? Also eigentlich ihm, aber wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Aber du musst mich nicht siezen, Alter. Dann fühle ich mich immer alt. So. Nee, mir geht's gut. Alles super. Daniel Krüger fragt, wann kam der Sinneswandel von harter Musik zum soften Pop-Rap, den ich auch gut finde, habe mir Noah im Digipack geholt. Grüße. Aber der kam nie. Es ist doch immer so eine Art von Musik, für die man sich entscheidet. So. Ich dachte einfach so, ich mag das jetzt gerade machen. Ich bin nach wie vor, wie gesagt, Blackout 2, der asozialste Typ der Welt. So. Ich habe mich einfach dafür entschieden, dass mir das jetzt gerade besser gefällt und ich mich wohl dabei fühle, wenn ich sowas mache. Also erübrigt sich vielleicht auch die nächste Frage von Crash Cobain, der fragt, kann er sich vorstellen, mal in eine ganz andere Richtung zu gehen, wie zum Beispiel Reggae oder Funk? Boah, nee, ey. Boah Gott, das sind so Musikrichtungen, die ich komplett verabscheue. Also Entschuldigung, ich will jetzt keinen dissen, ja, aber so, das sind halt so Sachen, die ich überhaupt nicht höre. Also Reggae und Funk, das ist überhaupt nicht mein Ding. Außer wenn Prince Funk gemacht hat, aber ansonsten... Nee. Der Darius Decker fragt, was hältst du von Flair? Liebe Grüße aus Altenburg. Ich habe Flair immer respektiert. So, Flair hat natürlich seine Fehler und auch manchmal
fragwürdige Sachen, so. Aber ich habe ihn immer respektiert, weil was er abliefert, hat einfach hohe Qualität. Und das habe ich damals bei EGJ schon respektiert, als wir noch verfeindet waren mit Argo. Da dachte ich mir immer, ist ein krasser Typ. Und wenn man ihn kennenlernt, wir kennen uns nicht gut, aber man weiß, da steckt was dahinter. Deswegen, full respect. Der Michael Winter fragt, oder sagt vielmehr, oder fordert, Collabo-Album mit Raf Camora was anders als Zodiac? Ja, erstmal nix. So, ich mache jetzt das mit Busy. Und wenn Raf und ich sich wieder mal treffen, vielleicht haben wir wieder mal eine Idee, aber es ist jetzt gar nichts am Start gerade. Der Dieter Zurwene fragt, was empfiehlt er bei heißem Wetter zu kochen? Kocht er immer noch gerne und oft? Du hast gesagt, dass du schon auch immer gerne kochst. Was empfiehlst du bei heißem Wetter? Ja, natürlich Schweine- und Rinderbraten mit Kartoffelknödel. Nee, keine Ahnung, was empfiehlst du? Salat natürlich, ganz klar, sagt doch jeder, leichte Sachen. Oder Suppen. Sowas. Man kann auch warm essen bei warmem Wetter. Das macht natürlich auch einiges aus. Viele trinken ja auch Tee bei warmem Wetter. Ja. Michael Weider fragt, auf welche Mannschaft setzt er bei der EM? Österreich schon raus. Ja, das war mir bewusst. Also jetzt... Der Moneyboy hat gesagt, Österreich ist Geheimtipp für die EM. Auf jeden Fall. Aber es ist auch Moneyboy. Ja, deswegen... Ich hätte eigentlich, am Anfang habe ich immer gesagt, Italien gegen Deutschland wird das Finale. Italien ist ja leider raus, aber wie man gesehen hat, war es schon schwierig. Ne? Ja, jetzt weiß ich es nicht. Ich sage jetzt Portugal, Deutschland. Niklas Möller fragt, noch Kontakt zu Bushido und würdest du zurück zu EGJ gehen, wenn Bushido es dir anbieten würde? Also nein, kein Kontakt und das andere auch niemals. Kurz. Irbas Chaluf fragt, wie steht der Kontakt zu Saad? Gruß, Irbas. Gar kein Kontakt, aber schöne Grüße. Aljoscha Richter fragt, zu deiner Tour, machst du nach den Konzerten auch Fotos? Bin in Hannover dabei. Ja, natürlich, solange du mich nicht anfasst, ist alles okay. Machen wir noch eine Frage. Der Toprak Dagli fragt, was hält er von Shindy und Ali? Shindy finde ich sehr gut. Also nicht alles, aber vieles. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von Ali habe ich nicht viel gehört, nur die Single. So. Und das ist halt nicht mein Style, aber jetzt ohne irgendwie einen dissen zu wollen. Ne? Also das ist halt einfach die Beats und so, das ist halt einfach nicht das Ding, auf was ich stehe. Man kennt ja meine Musik. Aber ich denke, Shindy hat zu Recht Erfolg, auf jeden Fall. Auch Ali hat zu Recht Erfolg, natürlich. Aber... ich check halt dann mehr Shindy aus als Ali. Alles klar. Dann bedanke ich mich für das Interview. Und wie gesagt, ihr könnt gerne vorbeischauen auf der Facebook-Seite von Shakusa, natürlich auch von TV Straßensound und den Kanal abonnieren. Und alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Danke dir. Manchmal denke ich fast, du hättest mir das Lachen gestohlen. Halten uns ständig in Schach, werfen Sachen und so. Dann gibt es Krach, es werden Waffen geholt. Nur geladen mit Platzpatronen, wir machen das schon. Behalten uns die Wärme, es gibt Kälte genug. Schlaf ich ein vor dem Fernseher, dann deckst du mich zu. Gott sei Dank begreifst nur du, wenn ich was Peinliches sage. Unser beider Esperanto, unsere eigene Sprache. Ich würd nie gehen, oder gibt's einen Grund? Denn so gesehen hat jeder Fehler von uns. Zum Riesen fehlen ein paar Zentimeter, na und? Wir lachen uns gemeinsam über deine Zehen kaputt.